der Ankunft in der ausgehenden Kreidezeit erwartete mich ein völlig anderes Bild, als ich erwartet hatte, nachdem ich noch einen Blick in meine Lieblingsdinosaurierbücher gewagt hatte. Die ersten Dinosaurier, die ich erblickte, bewegten sich überhaupt nicht, obwohl sie offensichtlich nicht schliefen. Sie standen einfach dort, fein säuberlich hintereinander in der Reihe. Bei näherer Betrachtung entdeckte ich so etwas wie Löcher im Fleisch der Tiere, jedoch keine Wunden, sondern so etwas wie Schleusen. Im Inneren der Dinosaurier befanden sich gallertartige Wesen. Ich konnte mir keinen Reim aus dem Szenario machen, bis sich der Dinosaurier in Bewegung setzte. Nun begriff ich die Situation. Es handelte sich um ein Transportmittel. Eines der Wesen steuerte den Dinosaurier, indem er an dessen Nervenenden zog. Ich war in einem prähistorischen Bus gelandet. Offensichtlich waren die Gallertwesen ein intelligentes Volk, das die Dinosaurier dominierte. Diese Entdeckung ließ mir keine Ruhe. Ich musste ergründen, was hier geschah, die Zusammenhänge aufdecken. In späteren Reisen fand ich heraus, dass es sich bei den Dinosauriern sozusagen um Maschinen handelte. Die DNA der Tiere wurde von den Gallertwesen programmiert, um Kreaturen zu erschaffen, die den jeweiligen Anforderungen entsprachen. Doch warum waren die Gallertwesen zusammen mit ihren Sklaven den Dinosauriern ausgestorben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ein Komet war es auf jeden Fall nicht, sondern etwas viel, viel Kleineres.